Moin Leute, herzlich willkommen zurück zum Einsteiger-Guide für Metal-Gitarre. Ich bin Mac Tarun und endlich mal wieder für euch da. Ihr habt eventuell gemerkt, in den letzten Wochen war ich so halb anwesend, nur Grund Zeitmangel. Schlechte Nachricht, wird nicht besser, wird schlimmer. Ich habe jetzt bald noch weniger Zeit für meine Hobbys. Super. Deswegen musste ich mich dazu entscheiden, dass ich den Einsteiger-Guide jetzt alle 2 Wochen hochlade, beziehungsweise einen mache und dann hochlade. Weil ich gerade bei diesem Video gemerkt habe, ich brauche wirklich Zeit dafür. Ich möchte euch auch was beibringen. Ich möchte nicht irgendwas hochladen, sondern es soll schon guter Content sein, damit ihr was lernt. Deswegen, ja. Ich versuche trotzdem in der Zwischenzeit mal irgendwie hier und da was hochzuballern. Ich habe schon geguckt, ob ich irgendwelche Shorts hochlade. Also keine Boxershorts, sondern diese kurzen Videos da auf YouTube und Instagram, wo ich zum Beispiel Metal-Album-Tipps geben kann, mal ganz kurz, ja, dass ich so ein Album vorstelle, wo ich sage, das hat mir sehr gut gefallen, das hat mich inspiriert, das habe ich zum Metal gebracht und so weiter, ja. Am Ball bleiben. Apropos Instagram, wäre sinnvoll, wenn ihr mir da folgt, falls ihr keinen Account habt, dann macht euch einfach ein, ja, müsst ihr keine Fake-Namen, egal. Aber falls irgendwas sein sollte mit der Verschiebung eines Videos oder sonst was, Neuigkeiten, poste ich das da, ja, gut. Okay, als Entschädigung für die letzten schäbigen Wochen gibt es heute ordentlich was um die Ohren. Da kannst du aber einen drauf lassen. Ich habe was vorbereitet, das heftig, ja. Ich traue euch das trotzdem zu, aber ich sag, heute geht's mal ordentlich an die Finger. Pass mal auf, ja. Wir gehen aber langsam ran. Dafür lernen wir heute nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern 3 und sogar 4 neue Techniken, ja. Klingt jetzt erstmal viel, aber ist es eigentlich gar nicht, okay? Es geht um folgende Techniken. Slides, Hammer-Ons, Pull-Offs und, wie soll man das denn nennen? Eigentlich die Gitarre stumm schalten, ja? Einfach mal nicht spielen. Dazu kommen wir später. Aber wie gesagt, Slides, Hammer-Ons und Pull-Offs. Das sind schon mal die 3 wichtigen Techniken, die ihr heute lernen werdet. Slides habe ich mit reingenommen in die Übungen, werde ich jetzt aber auch nicht einzeln drauf eingehen, dass Slides eigentlich sehr, sehr simpel sind. Ja, ich zeige euch mal ganz kurz, was ein Slide ist. Also gleiten, ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der tiefen E-Seite den 12. Bund spiele, dann kann ich mit Hilfe dieses Schwungs, ich muss nicht mehr spielen, sondern ich kann den Schwung nehmen und gleite mit dem Finger irgendwo zu dem Ton, wo ich hin will, auf derselben Seite natürlich, ja, dass ich zum Beispiel dann auf Bund 1 möchte, das war Bund 2, das klingt schief, aber ihr versteht das Prinzip, ja, das klingt jetzt alles kacke, aber das sind Slides, ja. Einfach, dass man, du kannst auch den, man kann natürlich auch ihn anschlagen, klingt aber ein bisschen komisch, aber halt, dass man den Finger oder die Hand nicht vom Griffbrett nimmt, sondern einfach den nächsten Ton gleitet, ja, indem man die Saite einfach gedrückt hält und dahin gleitet. Ist eigentlich ziemlich simpel, deswegen wollte ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich habe, wie gesagt, Slides mit in die Übung gepackt. Ja, es gibt wieder Übungen und zwar, ne? Aber okay, da wollte ich jetzt nicht mehr drüber reden. Vielmehr reden wir jetzt über Hammer-Ons, denn Hammer-Ons sind vom Prinzip her, von der Technik her gleich den Slides, denn wir spielen einmal die Saite an und nutzen dann den Schwung, um den nächsten Ton zu erzeugen, den wir aber mit Hilfe der linken Hand machen und nicht mit rechts. Ja, wir spielen einmal mit dem Pleck an und dann kommt die Hand hier ins Spiel, indem wir drauf hämmern. Hammer-On, drauf hämmern. Ja, kann man eigentlich so übersetzen. Das heißt, ich spiele zum Beispiel die 0 auf der tiefen E-Seite an, also ein E, und hämmer dann mit dem Zeigefinger auf den 3. Bund zum Beispiel. Ja, und das kann ich weiterhin so machen. Solange da Schwung auf der Seite ist, kann man da halt Töne erzeugen, indem man auf verschiedene Bünde drauf hämmert. Ja, das sind Hammer-Ons. Im Prinzip so einfach wie gedämpft spielen, aber genauso wie gedämpft spielen will das auch perfektioniert werden. Weil gerade mit Hammer-Ons kann man sehr viel aus der Gitarre rausholen. Ja? Ich habe so gut wie in jedem Solo irgendwie ein Hammer-On, ja, weil man dadurch schneller spielen kann und irgendwie so ein bisschen so ein
so ein Huppel da mit reinmacht, was eigentlich dann cool klingt, ja. Und ja, im Prinzip eine geile Technik, die man drauf haben sollte. Gerade im Metal-Bereich, ja. Aber auch viel im Blues gibt es, glaube ich, sehr viel. Und auch bei sehr vielen Bass-Spieltechniken sind Hammer-Ons auf jeden Fall so. Und Pull-Offs, zu denen wir später kommen, ja. Pull-Offs, die kommen ganz zum Schluss, ja. Eigentlich auch easy, aber erstmal die Hammer-Ons. Und zwar erstmal Übung 1. Wir sind wieder bei Guitar Pro, natürlich, ja. Wieder in einem Standard-E-Tuning. Wieder im Viervierteltakt und bei einem moderaten Tempo von 120 BPM. So, wir haben heute zwei alte bekannte Gesichter, also zwei Symbole, die wir schon kennen hier und drei neue, ja. Zum ersten, was wir kennen, ist oder sind die Wiederholungsbalken hier, ja. Wenn so ein Bereich eingegrenzt ist, dann heißt es, ich wiederhole das nochmal, ja, Wiederholungsbalken, ja. Man spielt bis zu dem Balken und dann geht man wieder zurück zum Anfang des Balkens. Wenn hier keine Zahl steht, wiederholt man das zweimal. Ja, wenn da jetzt sowas stehen sollte, heißt es fünfmal. Aber wenn da keine Zahl steht in dem Programm, dann heißt es zweimal wiederholen. Dick, 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 fertig. Das zweite Symbol, welches wir schon kennen, ist dieser dicke Balken hier. Ihr erinnert euch vielleicht beim Downpicking, ja? Und Alternate Picking. Ich wurde darauf hingewiesen, ob das nicht Alternate statt Alternativ heißt. Ja. Aber ich habe immer Alternativ gesagt. Vom Ding her ist es praktisch Jacke wie Hose, ne? Aber da habe ich euch das gezeigt und das Symbol heißt runterschlagen. Ja? Downpicking. Ist im Prinzip egal. Ich wollte nur den Unterschied darstellen, dass wir die Nullseite anspielen. Und den 12. Bund eben nicht mehr. Ja, da machen wir nichts mehr mit dem Plex, sondern da hämmern wir drauf. Und dafür haben wir auch ein neues Symbol, nämlich diesen Bogen hier unten. Wenn wir nämlich gucken, welcher Knopf gedrückt worden ist dafür, ist hier unten Hammer-On, Pull-Off. Ja, also hier spielen wir einen Hammer-On. Das heißt, wir spielen die 0 an und hämmern auf die 12. Mit dem Zeigefinger. Oh. Ja, mehr ist das erstmal gar nicht. Da spielen wir halt viermal und dann kommt wieder ein neues Symbol. Das hier oben. Das ist ein Pausesymbol. Ja, deswegen habe ich vorhin gesagt, auch Gitarre abstummen. Da wird die Schnauze gehalten, da wird nichts, da kommt kein Ton. Da müsst ihr lernen, die Saiten abzubremsen. Nennen wir es mal so. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Ich mache es, glaube ich, wie ich auch Paul Muted spiele, ja, dass ich mit dem Handballen die Saiten abbremse. Ich muss selber mal gucken. Ungefähr. Ja, ihr könnt eigentlich mit links und mit rechts die Saiten abstummen, dass sie dann gar nicht mehr klingen, ja. Wenn ihr das mit links macht, macht es mehr Sinn, wenn ihr hier im mittleren Bereich seid, weil hier oben habt ihr noch zu viel Schwung und dann kann es sein, dass da noch zu viel Nachklang ist. Hier kann man eher abbremsen. Ja, oder ihr macht es wirklich mit der oder im besten Fall mit beiden Händen, ja. Guckt da mal, was für euch in Frage kommt und dann lernt ihr das gleich mit. Ja, deshalb habe ich die Pausen da reingepackt, damit ihr auch das Stummschalten lernt. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennen soll. Silencio. Okay, auf jeden Fall ist hier die Pause, ja, also, und dann geht's wieder von vorne los, nur wo hier die Pause eigentlich ist, was haben wir denn hier, wieder ein neues Symbol, diese schrägen Striche und das sind Slides, ja, und hier geht's nämlich schon los, die erste Übung hat's eigentlich schon in sich, aber lasst euch Zeit, sage ich euch immer wieder, ja, das sind keine Hausaufgaben, ich werde nicht nach Hause kommen zu euch und euch kontrollieren, vielleicht mache ich das doch, nein, sondern ihr macht das mit eurem Tempo, bis ihr das könnt, ja. Und nicht irgendwie, Hauptsache ich mach's und zu Übung 2, sondern macht das in eurem Tempo. Ihr könnt das Tempo ja verstellen, habe ich ja gezeigt, hier oben, ja. Denn hier spielt ihr die 0 wieder an. Hammer-On auf 12. Und dann mit dem Schwung, der da ist, slidet ihr ein hoch auf die 13. Ein hoch auf die 13. Und davon runter auf die 10. Ja. Let me demonstrieren das. Ja?
Mehr ist es eigentlich gar nicht. Wir versuchen es einfach mal zusammen. Alles klar? Let's go! Wie gesagt, lasst euch Zeit, ja, nehmt euch die Zeit, übt das in Ruhe, ja, falls ihr Schwierigkeiten damit haben solltet. Nehmt das Tempo, was ihr braucht und werdet dann, wenn ihr sicherer seid, immer ein bisschen schneller und irgendwann läuft es dann, ja. Irgendwann könnt ihr dann sowas spielen wie sowas. Ja, wenn ihr das spielen wollt, dann bleibt dran, weil das ist nämlich nachher Übung Nummer 3. Und da gehen wir langsam hin. Erstmal Übung Nummer 2. Sieht ein bisschen chaotischer aus, ist aber vom Ding her eigentlich geordneter. Wir spielen wieder die 0 an, ja, die dicke E-Seite. Nehmen einen Hammer-On auf der 12 und dann gleich einen Hammer-On auf der 13. Deswegen ist der Bogen über beide Noten drüber. Ich habe da drüber auch ein Z und ein M. Das steht für Zeigefinger und Mittelfinger. Ja, habe ich mir mal so überlegt und dachte, einfach das mal. So, Prinzip so das gleiche Ding wie eben. Wieder hier bis zur Pause. Also 0, 12, 13, 0, 12, 13, 12, 13. Pause, dann 0, 10, 12. Gleiche Prinzip. Wir spielen die 0 an, Hammer-On auf der 10 und dann auf der 12. Aber ihr seht hier auch hier Zeigefinger und Ringfinger. Ja, weil wir werden bei diesen Übungen, Hammer-On und nachher auch die Pull-Offs, alle vier Finger nutzen. Ist nun mal so, ja. Das Ding ist ja auch, ich muss ich mal ganz kurz sagen, es wird jetzt heute vielleicht ein bisschen viel, ja. Ihr denkt, oh, das ist aber ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, die nächste Übung kommt frühestens erst in 2 Wochen. Dann habt ihr was zum Üben und ihr wollt auch vorankommen, ja. Nehmt das Tempo, was ihr braucht. Das habe ich ja schon 1000 Mal gesagt jetzt. Aber ich will, dass ihr auch was lernt. Das wollt ihr ja auch. Ihr wollt auch vorankommen, ja. Deswegen macht's wie ihr wollt. Ihr könnt das hin und her machen. Ihr könnt auch Part für Part üben, ja. Aber dann habt ihr ordentlich was zum Üben, ja. Deswegen, es soll jetzt nicht, dass ich euch jetzt hier quälen möchte, aber ihr wollt ja auch was lernen, ja. Das bringt ja nichts, wenn ich euch Babyaufgaben gebe und ihr beim ersten Mal, ich kann's, ja. Ihr wollt was lernen. Pech gehabt. So. Ja. Dann, ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aussieht, ja. 0, 12, 13. Zeigefinger, dann der Mittelfinger. Wir spielen die 0 an. Ja, und dann wo 0, 10, 12. Zeigefinger, Ringfinger. Ja, das heißt, wir gehen ein Stück runter. So vom Ding her, ja. Dann geht's hier zum Schluss. Wir wiederholen hier eigentlich nochmal das von hier oben. Und da wiederholen wir auch das hier. Nur wo hier die Pause eigentlich ist, haben wir hier auch wieder ein Slide. Diesmal runter auf die 8 von der 12 mit dem gleichen Finger natürlich. Und machen dann noch ein Hammer-On auf die 7. Das klingt wirklich nach viel, ja. Aber wie gesagt, üben, üben, üben. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Kann man das sehen? Ich hoffe doch. Also 0, 12, 13 ist. Und ich mache den letzten Abschnitt. Ja, ich habe jetzt einen Zeigefinger benutzt, ne? Eigentlich mit dem Ringfinger. Macht den Finger, den ihr wollt. Aber Mittelfinger ist, glaube ich, am nächsten dran. Egal. Ja. Wollen wir mal zusammenspielen? Let's go. Ihr werdet jetzt bestimmt schon merken, dass eure Hand wehtut und eure Finger und euer Arm und ihr wollt gar nicht mehr. Das ist normal, das soll so sein, ja. Ich hatte auch beim Schreiben dieser Riffs, dieser Licks oder wie man es nennt, nachher auch übertrieben Schmerzen in der Hand, ja. Das ist einfach normal, wenn man es nicht gewohnt ist. Ich muss viel, viel Gitarre üben, wirklich viel. Bin sehr eingerostet, deswegen helfen mir die Übungen auch, ja. Ich leide mit euch.
Jetzt kommen wir zu dem Stück, was ich euch vorhin vorgespielt habe. Das lernen wir nämlich jetzt in langsam. Keine Angst, 120, ja? Wir spielen 0, 12, 13, so wie eben, aber gleich danach schon 0, 12, 0, 10, 12. Oh, Zahlen. Ja, wieder 0, 12, 13, 0, 10, 12. Dann wieder was Altbekanntes, habe ich euch auch schon mal gesagt. Ich werde wieder alte Techniken immer wieder reinbringen, damit wir die nicht vergessen und auch am Ball bleiben, ja. Da spielen wir viermal die 0 gedämpft, Paul muted, und im Alternate Picking. Ich habe es richtig gesagt, ja. Runter, hoch. Runter, hoch. Und dann wieder 0, 12, 13, 0, 12, 0, 10, 12. Ja, wieder dieses Hammer-On-Ding. Bis wir hier sind, wo wir hier eigentlich Permuted gespielt haben, sliden wir jetzt mal hoch. Ja, hoch auf die 17 und dann ein Hammer-On auf die 16. Ihr seht hier auch wieder die Fingerstellung, die ich euch davor gegeben habe. Wie gesagt, der letzte kann ein bisschen variieren. Hier macht es aber schon mehr Sinn, dass wir hier die Mittelfinger nehmen, da hier der Abstand noch kleiner ist als bei 8 und 7. Ja, ich zeige euch mal das ganz kurz in langsam. Ja, so sollte es dann klingen und das machen wir jetzt auch mal zusammen. Let's go! So, vom Grund her waren das jetzt so die wichtigsten Übungen für Hammer-On und den Slides. Ja, das sind so jetzt so, das ist gut, ja. Wenn ihr das könnt, super, top. Jetzt kommt wieder die Special-Aufgabe für die ganz Frechen unter euch, die schon sagen, hä, das ist alles Babykacke, ich will richtig was. Ja, ist ein bisschen schwieriger, ja, wie gesagt, wenn ihr euch bereit dafür fühlt, dann könnt ihr das hier gerne machen. Wir steigen wieder ein bisschen in die Musiktheorie ein. Ein bisschen. Und ich zeige euch mal, was Triplets sind. So. Triplets ist eigentlich eine Kombination aus drei Noten. Eigentlich ist es eine Note, die aber so in drei gesplittet wird. Und der Notenwert kann da jetzt nicht wirklich bestimmt werden. Ja, diese, das ist so ein Notenwert zwischen dem und dem. Weil es halt so ein bisschen rhythmischer ist, ja. Ich kann das schwer erklären. Google das einfach. Aber ihr werdet gleich hören, dass das halt nicht wirklich so... Es ist nicht auf dem Punkt, ja. Triplets sind so ein bisschen so out of bound. Out of boundary. So ein bisschen frech. Ich habe mal eine Übung genommen, also einen Riff, den ich selber mal für einen Song genutzt habe. Und zwar der Song Devil May Die von meiner ersten EP. Ja, das ist der Intro-Riff. Den spiele ich zwar in Drop B, aber vom Ding her, ich spiele genau das, ja. Wir sehen wieder, wir spielen die 0 an, dann die 5 und die 8. Alles aber auf der A-Seite. Das ist schon mal was Neues, ja, auf der zweiten Seite. Und ihr seht hier Z, Zeigefinger und K wie kein Finger, nein, wie kleiner Finger, ja. 0, 5, 8, also, zeig ich mal ganz kurz, ja. 0, 5, 8. So sieht das dann aus. Da spielen wir halt viermal. Dann 0, 7 und 10. Viermal. Auch wieder Zeigefinger, kleiner Finger. Dann 0, 4, 7, Zeigefinger, kleiner Finger. Und dann nochmal 0, 5, 8. Und das wiederholen wir dann. Ja, weil so habe ich das auch in meinem Song gespielt. Ich zeige euch mal kurz, wie ich das vom Tempo her im Song habe. Ungefähr so. Ja, so schnell ist es hier nicht, ja. Aber vom Ding her, so klingen auch Triplets, ja. Ich habe jetzt hier auf 120, das ist im Moderat, ja. Ihr könnt es auch langsamer machen, ihr könnt es auch schneller, wenn ihr wollt. Aber das sind Triplets, die mit Hammer-Ons gespielt werden. Und wir üben das jetzt mal zusammen. Ja, super.
Alles klar, dann kommen wir jetzt zur letzten Technik, beziehungsweise auch zur letzten Übung, logischerweise, nämlich den Pull-Offs. Und Pull-Off ist eigentlich so eine Möglichkeit, dass wir unendlich spielen können, unendlich Sound haben, ohne mit rechts anzuspielen, ohne den Plekmat zu benutzen, sondern alles mit links, ja. Ich zeige euch mal ganz kurz ein akustisches Beispiel. Ich spiele jetzt mal hier auf der hohen E-Seite den dritten Bund an und gehe mit dem kleinen Finger auf den sechsten Bund, also mache da ein Hammer-On und gleichzeitig ein Pull-Off. Ja, und im Schnell klingt das dann so. Ja, ihr merkt das, ja. Das heißt, die einzige Technik, die da herrscht, ist folgende, dass ihr bei einem Hammer-On die Saite wieder nicht loslasst, sondern schnipst, kann man so sagen, ja. Dass ihr einfach den Finger, also ihr drückt die Saite hier runter und geht dann nicht nach hoch, sondern seitlich, ja. So würde ich ja hochgehen, aber ich gehe jetzt Richtung Kamera. Einmal so schnipsen. Das kann man mit jedem Finger machen. Das braucht natürlich Übung. Ich würde euch auch empfehlen, das erstmal so zu üben. Ja, wie ich auch gerade gezeigt habe, gerade die Noten sind eigentlich ganz okay. Klingt auch gar nicht so schlecht. Ist auch eine wichtige Technik, wenn wir auch nachher irgendwann mal zum Tapping kommen. Ja, da ist es auch gang und gäbe. Deswegen üben, üben, üben. Die folgende Übung ist für Kinder unter 18 Jahren nicht geeignet. Die hat es wirklich in sich. Ja, deswegen, ich dachte, soll ich die wirklich machen? Und dann dachte ich mir, ja, natürlich. Zack. Die ist heftig, ich weiß. Aber ihr schafft das schon. Wie gesagt, macht wie ihr wollt, ja. Aber in 2 Wochen soll das hier flutschen. Nein, keine Panik. Nehmt euch die Zeit. Wir fangen auf der A-Seite an. Ja, wir spielen jetzt mal 2 Seiten, weil ihr seid ja auch schon so weit, ja? Wir machen da Folgendes. Wir spielen den siebten Bund an, machen dann ein Hammer-On auf der 10. Man kann das leider nicht separieren, ja? Das ist ja Hammer-On und Pull-Off ist ein Symbol. Das heißt, es ist vom logischen Standpunkt aus, weiß man dann, okay, wenn der Hammer-On so weit geht, dann muss ich ja Pull-Off spielen, ja? Ist ja logisch. Das heißt, wir hämmern auf die 10 mit dem kleinen Finger, ZK, heißt hier nicht Zeitkind, sondern zu kurzer Finger, Zeigefinger und kleiner Finger. Hammer-On auf die 10, Pull-Off gleichzeitig, dass wir wieder auf der 7 sind und wieder Hammer-On auf der 10 und dann spielen wir so ein bisschen hier auf der 0 rum im Permuted-Modus. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das ungefähr aussehen sollte. 7 und 10 auf der A-Seite, 7, 10. 7 anspielen und dann, ja, also Hammer-On auf die 10, Pull-Off und wieder Hammer-On und dann so ungefähr, ja. Dann seht ihr auch, das spielen wir dann nochmal, zweimal, bum bum 0 und dann 9, 6, 69 und so weiter, ja. Das heißt, in der ganzen Übung wechseln wir die linke Hand eigentlich nicht. Ja, nicht großartig. Zumindest nicht die Stellung der Finger. Die bleibt eigentlich gleich. Wir gehen nur einmal kurz nach links. Ja, der Abstand bleibt der gleiche. 7 und 10 ist der gleiche Abstand wie zu 6 und 9. Ja, mehr machen wir mit links eigentlich nicht. Nur so ein klein und so weiter. Was wir aber dann machen, und zwar wenn wir hier angekommen sind, bei Takt Nummer 5, wir spielen Hammer-On und Pull-Off, wie gesagt, das ändert sich nicht, aber wir spielen dann die Null-Leerseite auf der A-Seite, weil ich einfach mal so ein bisschen Abwechslung mit reinbringen möchte, mal auch mal interessantere Riffs schreiben und so weiter, damit ihr auch mal, wenn ihr das denn könnt, denkt, boah, Alter, ich kann ja voll geil Metal spielen, ja, ist jetzt kein so guter Riff, aber es macht schon was aus, ja, nicht nur irgendwie so, sondern mal so ein bisschen was Buntes hier rein, so einen bunten Salat mal zwischendurch. Wisst ihr was? Wir spielen jetzt einfach mal zusammen, okay? 1, 2, 3. Musik.
Ja, ich hoffe, eure Finger sind noch dran und dass ich jetzt nicht zu viele Hasskommentare kriege und sage, spinnst du damit? Wie gesagt, ich traue euch das schon zu, ihr wollt auch was lernen. Lasst euch Zeit. Ich sage es immer wieder, lasst euch Zeit, nehmt die Zeit, die ihr braucht. Ja, es ist kein Wettbewerb. Ändert das Tempo, wie ihr wollt. Ändert die Variation. Ihr könnt ja auch mal jetzt, wenn ihr wisst, wie Hammer-Ons gehen, guckt einfach mal auf dem Griffbrett, wo was geil klingt und bastelt mal euch selber was zusammen. Ja, das ist Kunst. Das ist keine, hier gibt es keine Vorschriften. Nicht unbedingt, ja. Die einzige Vorschrift, die hier herrscht, ist Video liken, abonnieren, nette Kommentare schreiben und so weiter. Meine Musik anhören, ganz, ganz wichtig. Und wer Lust hat, ja, kann auch gerne meine Musik kaufen. Ja, weil wenn genug Leute meine Musik kaufen würden, dann hätte ich auch mehr Zeit, diese Videos zu machen. Ja, ihr wisst ja, wie das läuft, ne? Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem irgendwie hier jetzt was beibringen. Wie gesagt, wenn irgendwas nicht stimmen soll oder ich wieder Scheiße erzählt habe, nutzt auch gerne die Kommentare oder schreibt mir auch DMs bei Instagram. Haben auch schon ein paar Leute gemacht, die haben mich einfach mal so angeschrieben, Fragen gestellt. Ja, könnt ihr auch alles gerne machen. Ja, Leute, beim nächsten Mal, ich weiß noch nicht, was nächstes Mal dran ist. Wie gesagt, ich brauche Zeit und so weiter. Falls ihr Ideen habt, falls ihr wisst, was ihr lernen wollt, was ich hier mal reinbringen sollte, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ja? Ich bin da offen für einiges. Von daher, Leute, es hat mich gefreut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, wisst ihr Bescheid. Viel Spaß beim Lernen und haut rein.